Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr erhaltet in den nächsten Tagen ein Kuvert, das einen Flyer mit den Veränderungen, die durch die UGenO-Welle drohen, sowie eine Postkarte enthält. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, dich gegenüber den Verantwortlichen kritisch gegenüber der Novelle zu äußern. Deshalb haben wir bereits frankierte Postkarten bestellt und an dich versendet. Du kannst diese unterzeichnen und in einen Postkasten in Österreich einwerfen. Sie sind jeweils an einen Abgeordneten des Nationalrates der Regierungsparteien adressiert. Die, der im Wissenschaftsausschuss des Nationalrates über die UG-Novelle diskutieren und abstimmen werden. Bitte nutze diese einfache Möglichkeit, den Abgeordneten deine Kritik mitzuteilen. Wenn jede und jeder Studierende der MedUni Wien diese Postkarte abschickt, erhalten die Abgeordneten mehrere hundert Postkarten. In den nächsten Tagen werden wie vor Weihnachten schon weitere Demonstrationen stattfinden, um die Öffentlichkeit und gerade die zukünftigen Studierenden, die besonders von dieser Novelle betroffen sein werden, zu sensibilisieren und zu wirken, dass die Novelle nicht in dieser Form beschlossen wird. Danke für deine Mithilfe.